Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival mit meiner bereits fünften Staffel und der jetzt 65. Folge, immer noch in der Vorproduktion am 7.01.23. Bevor es aber losgeht, wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an J-Wax. J-Wax hat nämlich am 4.05.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 813. J-Wax verschwindet jetzt aber wieder und ich habe jetzt meinen Kaffee, beruhigt habe ich mich noch nicht. Was war das gestern, ey? Es ist Tag 60 mittlerweile, schön rund. Wird auch gleich hell draußen. Ich habe doch schon mal wieder Weihnachtslicht Licht angelassen unten vom Auto, weil ich hier noch am Aufräumen war. Alter Schwede, was war das für ein Schock? Gut, ich habe ein bisschen rumprobiert, ausprobiert und gemacht und getan. Was ich festgestellt habe, sämtliche Revolver sind zerlegbar. Auch die Pistolen sind zerlegbar. Einschmelzen habe ich auch noch probiert, leider ohne Erfolg. Eine Ersatzwaffe lasse ich mir jeweils da pro Sorte. Hier auch die Double. Ach genau, die Double Shot ist auch noch zerlegbar. Aber davon habe ich halt nur eine extra. Deswegen lasse ich die erstmal hier. Obwohl, warte mal. Im Auto habe ich auch noch eine. Zerlegen wir die. Genau, ja, weil im Auto. Genau, im Auto habe ich auch noch eine. Damit wäre das dann die Ersatz so an sich, weil wir wollen uns ja heute die Benelli craften. Die wollen wir uns ja selber machen. Aber jetzt sage ich erstmal. Harvest. Hey, Moment, das ging noch. Willst du mich jetzt? Zwar, es hat doch eben noch funktioniert, Spiel. Moment. Hat das da einschmelzbar? Ja, ja, du kannst nicht rennen, weil du zu fett bist, ich weiß. Ich bin noch ein bisschen angefressen wie in dem Angriff gestern. Ein bisschen angefressen. Gut, und natürlich, abgesehen von der kleinen Pause zwischen der gestrigen Folge und der heutigen Folge, habe ich ja mehr oder weniger am Stück hier vorproduziert, weil ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen Puffer schaffen möchte in meinen Let's Plays, um auch mal ein Wochenende wirklich Wochenende sein zu lassen. Dass ich mal wirklich einfach nichts machen kann oder einfach mal was für mich selber spielen auch. Hä? Sag mal, es ging doch eben noch, ich hab's doch, sag mal, also, weißt du... Eben ging's noch. Ich werd nicht mehr. War's jetzt so. Schnauze voll. Sag mal. Kann das am Gewicht liegen? Ich glaube ja. Jetzt steht das Ding wieder verkehrt rum. Ich werd nicht mehr. Sag mal. Geht's noch? Ja, ich hab... Leg mal kurz. Nee, warte, so. So, so, leg das mal kurz ab, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Gewicht. Neuer Versuch. Ah, es lag tatsächlich an meiner Überladung. Okay, das ist clever. Moment, geht's dann doch auch bei den anderen Waffen und ich habe es bloß nicht gesehen, weil ich überladen war? Mit der Single Shot zum Beispiel, davon habe ich ja auch saumäßig viele. Na, guck, da kriegst man sogar mehr raus. Schön. Dann craften wir uns die Sachen jetzt selbst. Apropos craften. Ich habe ja mal gemeint, mit Zinkbarren kann man nichts anstellen. Stimmt gar nicht. Habe ich total vergessen, weil ich es immer ausblende, dass das überhaupt geht. Man kann sich ja Components und Metal Scraps in der Schmiede herstellen und dafür brauchst du tatsächlich Zinkbarren. Ist aber echte Verschwendung, weil du brauchst auch andere Barren dafür und das ist saumäßig viel, was du da dann reinkühlst. So, und wie ihr schon anhand des Bautitels, nicht Bautitels, des Folgentitels erkannt habt, habe ich mich dazu entschlossen, wir machen heute nicht den Berserker. Auch wenn ihr euch das bestimmt gewünscht habt, wäre auch schön zum Abschluss für eine Sonntagsfolge, ich weiß, aber ihr habt gesehen, wie schnell einem da mal das Herz in die Hose rutschen kann, wenn du so nach Hause kommst, da stehen 6, 7 Banditen in deiner Base drin und schießen sofort auf dich. Also nee, da sage ich mir lieber... Wenigstens für mein Hauptding, das Ding muss fertig werden vorher. Und noch lieber wäre mir sogar auch da drüben noch fertig zu machen, dass das jetzt erstmal Prio hat. Das wäre ein Zäun. Weil stell dir vor, es ist wirklich so, wie es eigentlich mal ursprünglich angekündigt war. Ich weiß nicht, wie es heute mittlerweile ist. Ich habe nichts dazu in den Patch Notes gefunden. Aber ursprünglich war angekündigt, wenn du den Berserker machst oder den Tank im Tunnel machst, danach kommen die Zombies direkt zu dir nach Hause. Als Angriffswelle.
Weil beide tötest du ja nicht. Obwohl, warte, das stimmt nicht. Den Berserker tötet man, ne? Aber der Berserker wiederum, das ist ja, wenn du hier in meiner Playlist, die ist ja in der Videobeschreibung verlinkt, wenn du da dir mal die allererste Folge anguckst, die geht nur nicht mal länger als 2 Minuten. Das ist ein Trailer, den ich erstellt habe, mit Zusammenschnitten vom Videomaterial aus vorigen Staffeln, auch mit Trailer vom Entwickler selbst und so weiter und so fort. Und da ist eine Stelle, wo der Berserker selbst im Nebel die Horde anführt, die Zombie-Horde. Das ist halt, ja, okay, vielleicht ist das mittlerweile implementiert, dass er dann wirklich nicht getötet wird von uns. Achso, jetzt habe ich wieder zu viel Gewicht, kein Thema. Dass er dann von uns nicht wirklich getötet wird, sondern dass er abhaut, so wie es der Typ im Tunnel gemacht hat, der Tank. Und uns dann aus Rache heraus in der Base angreift. Umso wichtiger ist es, dass ich die Base besser aufbaue, inklusive Spikes und so weiter und so fort, Türme und so weiter. Ich weiß, es ist nicht unbedingt aufregend für euch, das Bauen, aber es gehört dazu. Das ist halt ein, ja, Base-Building gehört zum Spiel dazu, kann man nicht anders sagen, ne? So, jetzt probiere ich mal die anderen Waffen da. Ich habe ja mehrere AKs noch übrig. Warte mal, lag hier wieder ein Branch? Ja. So, übrigens sehr lobenswert, dass die Waffenteile stackbar sind. Sehr lobenswert. So, probieren. Ah, cool. Oh, ich spare jetzt so viel Platz in den Schränken hier. Oh, schön. Oh, wisst ihr was? Da mache ich mir daraus eine Pfeilkiste für mich. Wo ich die Pfeile auf Vorrat habe. Ja. Okay, zack, zack, zack. Nee, ich kann ja nicht so viel tragen auf einmal. Der war ja, weiß ich. Moment. Dann stecken wir euch hier mit rein. Dich kann ich noch zerlegen. Moment. Mach mal eben so. Und schön halten, ja? Nicht irgendwo durchglitschen. Nimm dich gleich wieder auf. Okay, Moment. Müssen wir erstmal harvesten. So. Ich hab so gut wie nichts mehr zu trinken bei mir, egal. Junge. Der Schock sitzt immer noch recht tief, ey. Ich meine, ich habe immer damit gerechnet, wenn ich nach Hause komme, sie könnten da sein. Außer gestern in der Folge. Ich habe nicht damit gerechnet, weil es die ganze Zeit nicht passiert ist und ihr halt schon ständig geschrieben habt. Also mehrere Leute aus der Community schon geschrieben hatten, ist nicht der Fall. Dass die kommen würden, meine ich. Dass das halt nicht passieren könnte und so. So. Dann haben wir jetzt von jeder Waffe eine auf Ersatz. Außer die Hunting Rifle, klar. Waffenteile haben wir auch noch, dass wir uns selber herstellen könnten, theoretisch. Darf ich wieder nicht aufnehmen? Natürlich nicht. Pass auf, dann machen wir das mal kurz so. So. Dann harvesten wir noch schnell die anderen zwei zu Ende und dann schnell was trinken. Nein, du kommst bitte dahin. Ich möchte nicht versehentlich harvesten. Geht das überhaupt? Habe ich gar nicht probiert. Nee, würde nicht gehen. Umso besser. Gut. Dann, wie angekündigt, mache ich jetzt hieraus eine Vorratsfeilkiste. Damit ich rennen kann, mache ich das kurz so. Achso, Tür auf. Habe ich eigentlich nur zugemacht, falls wieder Nebel kommt. Oder noch ein Banditenangriff. Ey, nicht, dass die jetzt regelmäßig kommen, wa? So, einmal die Ingame-Woche so. Vor allem frage ich mich, was wäre wohl passiert, wäre ich jetzt einfach stiften gegangen. Komm irgendwann später wieder, die sind zwar weg, aber meine NPCs vielleicht auch. Ich habe mich auch schon gelesen in der Facebook-Community zu dem Spiel, dass mehrere Leute das Problem hatten, dass der Hund immer wieder eingenommen wird. Also von denen eingenommen wird, dass er verschwindet. Und dass es auch oft damit zusammenhängt, dass die Banditen dann in der Base waren. Und zack ist der Hund weg. Und du musst ihn dann wiederholen, weil er ist dann wieder in dem Käfig drin. Ich stell's mir erstmal hier hin. Warte mal, die würde doch hier noch... Ah, nee, eigentlich nicht. Ja.
hier wollte ich noch die Kühlschränke hinstellen und noch ein paar weitere Spinde für Konserven, weil mittlerweile ist mein Konservenschrank überfüllt. Also wirklich voll voll. Ach, ich weiß wohl. So, ich komme hier noch ran. Wunderbar. Ich komme da ran. Auch wunderbar. So, zack, zack, zack. So. Zweite hatte schon angefangen, genau. So, jetzt nochmal gucken. Was genau brauchte ich jetzt nochmal für die Binelli? 16, 4 haben wir. 16, 4. Dann machen wir uns die jetzt. 0 Minuten? Okay. Warte. So, so. Dinge tun. Benelli. Ausrüsten. Hier steht da 0 von 0 natürlich. Warte mal, die ist doch modifizierbar. Oder? Nein, ist sie nicht. Ah, sah so aus, als hätte sie einen Scope-Aufsatz. Also, dass man da was zum Zielen draufstecken könnte. Gut. Bohrschatter immer noch. Moment. Kriegen wir hin. Gehen wir da runter. Hui. Ich wollte sowieso Munition holen, um nochmal zu gucken, wie viele Schüsse reinpassen. Ich glaube, es waren 7. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich möchte aber behaupten, es waren 7. So. Trink dich erstmal Sitt. Aber gut, ich habe mir halt überlegt, okay, wenn wir jetzt sowieso schon so weit sind, dass die Base jetzt mehr oder weniger gleich dicht ist, oder wie der Sprecher in Stronghold sagen würde, der Bergfried ist komplett, Sire. Hey, warte, dann kann ich die Revolver auch noch zerlegen, ne? Oben habe ich ja noch einen. Ja, habe ich. Sag mal, hast du mal vor zu verwesen? Hast du noch was bei dir, was ich übersehen habe? Nee, die anderen Kollegen sind schon weg. Bist nur noch du. Spätzünder, wa? Ah, okay. Wah, ruckel, ruckel. Ja, gib mal her hier. Rüst mal aus. Oh, war die falsche. Lad mal durch. Oh, sogar mit Gravur sehe ich gerade. 7 Schuss. Nice. Definitiv nice. Jetzt vorsichtig weglegen, nicht die Maustaste berühren, bevor du wieder einen Schuss verschwendest und noch einen Stift in der Hose hast dadurch. Die nehme ich doch gerne. So, warte mal. Das war die, genau. Die Double Shot haben wir ja dann auch doppelt, ja. Die zwei sind da mit Munition beladen. Revolvermuni stecken wir wieder weg. Stecken wir wieder weg. So. So. Dann haben wir die schweren Waffen, mehr oder weniger schweren Waffen jetzt immer bei uns. Und noch zur Not einen kleinen Colt. Hier können wir auch nochmal nachschlägen. Ach genau, was ich eigentlich noch sagen wollte. Wenn wir jetzt sowieso sagen, der Bergfried ist komplett, dann kann ich jetzt auch endlich anfangen mit der Distille. Also den ganzen Sachen. Och, weißt du, wenn wir schon mal hier sind. Wollte eigentlich gerade die Steine wegbringen, aber okay. Okay. 4, 5, 6, 7 und Maus weg. Also Finger von der Maus weg. Ja gut, die lasse ich liegen. Obwohl, auf der anderen Seite, ich werde jetzt demnächst wieder welche verbrauchen, weil unsere Flachpfeifen haben alle noch kein Bett. Na egal. So, nur mal kurz Loki Cookie machen. Ja guck, ja schau. Ein Keimling. Ich lasse es weiter unberührt. Das Experiment läuft noch. Zack. Gut. Dann Tor fertig bauen. Dann kümmern wir uns um die Destille. Und es wird alles wahrscheinlich nochmal das eine oder andere umgeräumt werden müssen.
Beziehungsweise weitere Schenkel gebaut werden müssen. Und da war doch kein Mattis Grab, okay. Ich dachte, das aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. So, wie sieht's aus? Was brauchen wir jetzt hier nochmal? Halt, Moment, ich wollte noch was. Halt, Moment. Jetzt rede ich. Und zwar. Ah, warum laufe ich immer hier hinten lang? Ich finde es ein bisschen creepy, dass sie da schon wieder festhängt. Hier drin haben wir ja noch einen Revolver. Ah, aber keine weitere Double Shot. Okay. Nee, also die Double Shot heben wir uns dann schön auf. Die will ich nicht verschwenden. Der Revolver ist zwar schon durchgeladen, aber den heben wir auf. Warte, dann kann ich die noch zerlegen und die hier aufheben. Aber die ist auch durchgeladen. Nein, die lege ich nicht da rein, ich Idiot, sondern die behalte ich hier. Die ist dann meine Notfallschusswaffe, falls ich mal wirklich alles hiervon zerballern sollte. Verballern, nicht zerballern. Genau. Dann lieber so. Hier haben wir ja noch die Modifikationen. Nahkampf. Und da unten war ja nichts, ne? Genau. Und ich habe hier wieder Platz gewonnen. Auch wenn ich die bauen könnte, die grünen Dinger. Ich würde mir die ganze Reihe vorstellen. Oder die! Die hier möchte ich bauen können. Die Holzkisten. Oh, das wäre ein Träumchen. Das wäre schön. Ich habe jetzt ein Problem. Durch den Angriff ist mir das letzte bisschen, was ich an Protection hatte, kaputt gegangen. Und ich habe jetzt nur noch solche Helme hier und halt den ich aufhabe. Ich habe keine Schussweste mehr. Und auch schon lange keine mehr gefunden. Ist der da gerade durchgelaufen? Wow. Ich stehe mal kurz an, damit sie vielleicht mal irgendwie reagiert. Grüße. Ja, passt schon. Ja. Gut, dann bewegst du dich halt nicht. Dachte, ich helfe dir damit, wenn ich dich anquatsche. Aber okay. Was wollte ich jetzt hier? Genau, nochmal harvesten. So, zerlegen wir die nochmal. Da müssen wir noch schnell was essen. Den können wir auch nochmal zerlegen. Denn der durchgeladene ist ja weggelegt. Schön. So. So. Dann machen wir zack, 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 weil ich glaube, wir brauchten 20. Ich dachte gerade, jetzt stand da eine 5. Der hätte gesagt, ey, gib mir meine Components zurück. Aber gut. Der Schock ist immer, ich bin immer noch jetzt paranoid. Ich erwarte jedes Mal, wenn ich aus dem Haus rauskomme, dass ich auf der Straße Bewegung sehe, und zwar bunte Bewegung. Sprich Banditen, die ankommen. Achso, ich habe das Licht noch angelassen, wa? Ja. So. Komischerweise, sobald man das Autolicht anschaltet, gibt es massive Performance-Probleme. Ah, andersrum, nur 10 Components, okay. Und kein Hammer bei, alles klar. Na, pass auf, dann hole ich gleich noch 20 Metascripts. Dann hole ich gleich noch 20 Metascripts. Macht doch Sinn, oder? Zack, zack. Zack. Genau, bei 10 und hier 20. Come on. Zack, zack. Zack. Ja. Genau. Hier ist noch ein Hammer und zwei Baumstämme. Ob ich die noch gewichtmäßig unterkriege, ist die andere Frage. Schauen wir mal. Steck mal endlich den Vorschlaghammer weg. Du zerlegst doch wieder irgendwas. Ach ja, die habe ich wegsortiert aufgrund von Platzmangel. Hier. Sag mal, jetzt hat er den Bogen in die Hand. Ach. Wenn sich die eigenen Slots nicht merkt. Nee, ich gehe unten lang tatsächlich, weil kann ich mir wenigstens die Baumstämme hier hinten noch schnappen. So, so. Oh, nur Blätter. Eieiei. Ja, okay, dann machen wir es jetzt wirklich so, diese Folge weiterbauen. Und die nächsten Folgen, wenn dann das Spiel wieder dran ist in meinem Wochenrhythmus, bauen wir dann noch die nächste Baustelle da oben. Schön mit Türmchen und Mauerchen und alles.
Hier suche ich mir noch einen Platz aus für ein Türmchen. Obwohl ich schon überlege, ein Türmchen mehr oder weniger mitten auf die Straße zu setzen und den zu ummauern. Als A, Straßensperre und B, Anlaufpunkt für meine Treppen, die von hier aus rübergehen sollen. Da kann ich das so als Mittelpunkt nehmen. So, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen das Ding jetzt fertig hier. Und wehe, es kommt Nebel. Ah, ich habe vergessen zu essen. Ja, natürlich. So. Das Tor steht. Schön. Ah, Alter, ist das laut geworden. Ist gerade nur mal ein Test. Weil wenn ich von Hause, also wenn ich nach Hause komme, ne? Dann würde ich jetzt so hier reinkommen. A ist die Frage, passen wir gut durch? Sieht okay aus. Ja, jetzt wollen wir bei der Leiche hier fahren, ich weiß. Das war kein Crash jetzt, ja, das war Antitschen. Ist er weg? Okay, mal zu. Boah, abgemessen! Abgemessen! Ich glaube, ich habe ihn zum Platzen gebracht, oder? Der Typ ist weg. Okay. Na gut, kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Lass uns schnell was essen gehen. Dann schnappen wir uns gleich mal Bretter und Nägel. Und werden noch mit Treppen hier noch ein bisschen was verfeinern. Aber eigentlich nur hier beim Tor und hier drüben. Ja. Machen wir so zwei Übergänge. Achso, hier war das Essen irgendwo. Moment. Da. Seid ihr schon durch? Ja, aber die hier sind noch ein bisschen älter, ne? Nö. Moment. Ach, hier sind die Älteren. Uno, dos, tres. Jetzt bin ich schon ein bisschen am Überlegen, wo ich hier vorne jetzt bei unserer Hauptbase noch einen Turm hinklatsche. Es könnte echt sein, dass es noch zu einem Anbau kommt, der eigentlich nicht geplant war, aber jetzt notwendig wird. Der Turm selber, der bietet uns Deckung und in vier Richtungen gute Schusskorridore, die wir auf- und zuklappen können. Das sind nämlich so kleine Türen dran, wo du dich hinter Entdeckung bringen kannst und die dann aber auch schnell einfach aufmachen kannst, schießen kannst, wieder zumachen kannst. Das ist die Frage, wohin damit, ey? So, Nägel, Bretter, halt gesagt. Dann einmal hier Nägel. So, warte, was brauche ich da noch zum Bauen? Noch eine Säge zufällig? Natürlich. Okay, holen wir gleich die Säge. Hopp. So. So. Er hat schon wieder gemacht. Er ist wieder einfach durchgesprungen. Dass ihr beide immer so komisch dasteht, das macht mich echt nervös, Leute. Hört auf damit. Geht angeln! Ja, nehmen wir 8 mit. Ich glaube, wir brauchten pro Treppe immer bloß 2 davon, war? Oder 4? Ach, keine Ahnung. So. Dann muss ich auch wieder einen neuen Generator bauen, wie mir gerade einfällt, und ein kleines Schränkchen dazu. So, das geht doch bestimmt. Hui! Lol. Alles klar. So, hier war ja kein Problem, hat man ja festgestellt, genau, aber hier brauche ich unbedingt noch eine Treppe. Und dann fangen wir an mit... warte mal. Kriegen wir das gescheit hin, wenn ich... Moment, breche nochmal den Bau ab. Nein! Früher konntest du da oben rumstiefeln. Früher war alles besser. Wie komme ich jetzt hier wieder rein? Bin ich wieder die laute Tür auf und zu machen? Machen wir das so. Ah, dieses Spiel manchmal, ne? Wo hängst du denn jetzt fest? Also ich glaube, wenn es nicht absolut notwendig ist, parken wir nicht hier drin. Ich habe mir alles zugeparkt jetzt damit. Ja. Vielleicht doch lieber draußen parken. So, warte mal.
Freundchen. Ja, das probieren wir nochmal anders hier. Gehen wir hier hin. Dann da. Ah, geht also doch. So, genau. Nicht runter. Fein. Ich muss mich da drüben den Anfang setzen. Dachte ich zumindest. So. Ah, doch, ja. Da haben wir es doch. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich gestehen. Zumal theoretisch dann die Tür nicht mehr nach innen aufgehen würde. In der Theorie. Aber in der Praxis ist es Mist Survival. So, wir kommen hier easy peasy rüber. Sehr schön. Boah, hier noch in die Richtung auf und zu. Nein, du machst das diesmal von der Seite. So. Geht auch so, wie ihr seht, ne? Ach, da ist ja die Leiche. Hab sie erfunden. Interessant. So. Gut. Oh, ist das Ding laut, ey. Oh. Hier drüben wollte ich noch weitermachen. Batterie ist noch 70%. Ach, selbst wenn, wir haben endlich wieder Batterien gefunden. Ja gut, Fernseh gucken wird ein bisschen schwierig jetzt in Zukunft, war mit der... egal. Ah, das geht so von Entfernung. Gut. Ein bisschen Höhe dreht. So. So müsste doch passen, ne? LOL! Man kann den Winkel auch so ändern, einfach mit Mausrad. Oh, das wusste ich nicht. Das hätte ich früher sehen müssen. Okay, passt. Passt, wackelt hat Luft. Ach schön, man kann auch während des Bauens die Taschenlampe ausmachen. Gut zu wissen. So, funktioniert auch. Gut, haben wir hier den toten Winkel abgedeckt. Hier wäre der tote Winkel. Eigentlich hätte ich ja wirklich sternchenförmig bauen müssen, war für alle toten Winkel. Aber ihr habt ja gesehen, wie schwierig das war hier zu bauen. Ich glaube, ich mache das wirklich so, dass ich mir hier vielleicht noch einen Turm davor setze und dann mit Treppen verbinde. Oder mitten auf der Straße. Schauen wir mal. Aber jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir ins Bett kommen. Das muss ich erstmal hier runter. So. 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 Auf da. In die Richtung. Man sieht so gut wie nichts, aber man kennt sich ja mittlerweile auswendig in der eigenen Buchte aus. Und trotzdem, einen Typen gibt es, der sich hier verläuft. Das bin ich. Mach zu. So. Dann schlafen wir wieder unsere bekannten 11 Stunden. Ich würde aber vorschlagen, wir machen vorher trotzdem nochmal das mit den Patronenhülsen. Bevor ich jetzt hier weiterbaue. Oh, hab zu lange gepennt. Hoppla. Hüngerchen, natürlich, wie immer. Warte mal, Freundchen, du kommst jetzt mal ein Stückchen nach links hier. Ich muss mich immer außenrum laufen wegen dir. Oh, süße, geht doch. So. Ah, jetzt habe ich Hammer und Säge noch bei. Egal, wir wollen ja noch ein bisschen was bauen, ne? Wir wollen ja noch ein bisschen was bauen. Angefangen damit, dass hier bitte wieder der Generator hin muss. Ich glaube, das Zeugs habe ich da. Noch ein paar Metal Scraps eingeschmolzen, dann müsste das gehen. Dann würde ich mich als nächstes gerne mit der Beleuchtung hier auch anfangen. Einfach aus stumpf heraus aus dem Grund, dass wir nachts hier einfach arbeiten können. Schrägstrich uns verteidigen. Weil wer sagt denn, dass die nicht auch nachts kommen, die Angriffe? Oh ne, also den Holzschrank brauche ich nicht mehr. Aus Prinzip nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen too much, wa? Ja. Dann mache ich das Zeugs einfach hier mit rein, weil ich werde den wahrscheinlich nie voll bekommen. Außer es kommt jetzt irgendwie alle 2 Stunden ein Nebelangriff. Und ich muss mich hier verteidigen oder so. Dann vielleicht schon, aber ansonsten... Hau ich hier zum Salz einfach immer noch das Benzinzeugs mit dazu. Oder dieses, Biofuel. So heißt das, genau. Und hier noch ein.
Gut. Was wollte ich jetzt? Genau. Ich brauche danach echt eine Pause. Hier so viel, wie du tragen kannst. Oder? Wirklich so viel? Nee, machst du bloß noch so. Obwohl, Quatsch. Wir haben noch hin. Ja, komm, immer ein paar Taschen voll. Nimm mal mit, Junge. Kannst du etwas tragen? Bist du groß und stark worden. Dann schmelzen wir die Kisten nämlich jetzt ein. Für das Low-Quality-Metal. Was wir wiederum brauchen für die Likiers. Ja, ist ein Plan. Ist ein Plan. Ich brauche gar nicht weiterzureden. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. So. Dann tun wir hier mal Dinge rein. Ja, toll. Krieg ich nicht mehr auf drei aufgeteilt? Egal. Machen wir einmal so. Einmal so. Zack. 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 Haben wir ein bisschen Zeit eingespart. Ah, ich verschwende hier aber gerade Material. Dann lieber so, dann kriege ich hier nämlich einen mehr raus. Genau. Melt, melt, melt. Stunde bis anderthalb Stunden ist es fertig. Alles klärchen. Ich brauche Patronenhülsen. Und zwar hatte ich ja gesagt, bestenfalls hiervon. Ich brauche auch Low Quality dafür, gut zu wissen. Das sind nochmal 16 Schuss mit der Hunting Rifle, die ich mir mit einem so einen Barren machen kann. Und rein zufälligerweise habe ich drei davon übrig. Und zu wenig Low Qualities. Ich werd welk. Okay. Aber hier nochmal, um euch zu zeigen, ich kann auch aus Kupfer, Iron Ingot und Zink kann ich mir zwei Components herstellen. Ganze zwei. Ja. Nur nochmal zum Vergleich, was brauchst du hierfür? Das sind 8 Low Qualities und 8 Woods. Merkst du was, ne? Hier hatte ich nichts mehr reingeworfen, was da nicht reingehört. Dann mache ich das mal so, dass ich mir jetzt hier noch zwei rausschnappe. Ja, und den angeschlagenen ja auch noch. Und bring die schon mal rüber zur Salzkiste. Wow, das war knapp. Aber nur knapp. Dann weiß ich es auch bei der nächsten Aufnahmesession noch. So, jetzt muss ich nur dummerweise warten, bis das da hinten fertig ist. Dann könnte ich jetzt schon mal überlegen. Machen Planton. Hey, positiver Nebeneffekt. Noch eine Abkürzung. Aber es muss doch irgendwie machbar sein, verdammte Axt, ey. Problem ist nur, ich habe die Befürchtung, ich versperre mir irgendwann die Auffahrt damit, wenn ich mir jetzt hier einen Turm reinstelle. Ich brauche ja immer erst die Foundation hier. Oh, ich komme gar nicht tief genug dafür. Shit, ich muss das von unten machen. Oder? Ich muss mir das von unten angucken. Oh, er hat es bis unten durchgezogen. Das finde ich jetzt gar nicht mal verkehrt. Das könnte ich auf beiden Seiten noch machen, oder? Moment. Moment. Jetzt entstehen langsam Ideen. Shit, ich wollte eigentlich hier auch eins... Ach, habe ich doch. Gut. Jetzt entstehen Ideen, die sich verwirklichen. Wenn ich jetzt hier auf dem Ding noch einen Turm setze, dann hätte ich nämlich von hier aus den toten Winkel des Turms im Blick. Und auch vor der Mauer alles und so, ne? Und es sieht auch cooler aus, wenn einfach noch ein zweiter Turm steht. Warte mal. Dann lieber hier. So richtig schön klassisch wie im Mittelalter. Das Torhaus umrahmen mit Türmen. So, bei den Türmen ist übrigens ganz wichtig hier bei diesen Foundations. Die schmalen Dinger müssen nach hinten zeigen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Shit, der blöde Tisch ist wieder im Weg. Hier würde es gehen. War ein bisschen schief, ne? Ah, nee, das ist zu sehr im Weg.
Nee, das gefällt mir nicht. Dieser vergangene Tisch da unten, ey. Entschuldigt bitte, aber... Kann man doch ein Loch reinbohren. Oder ihn einfach wegschieben. Oh nein, Miss Survival sagt das anders. Naja, dann eigentlich dann, wenn es gebaut ist, setzt du das Ding hier oben drauf. Und du kannst es halt nicht drehen. Oder zumindest ging es früher nicht mit drehen. Sondern du musst darauf achten, wie rum die Foundation gebaut ist. Das speichere ich vorher, weil nicht, dass die doch falsch rum ist. Ging das hier vielleicht? Ist zwar dann nicht symmetrisch, aber wir haben dann wenigstens den toten Winkel ausgemerzt. Oh, guck mal, schau. Ich glaube, das war so rum. Und ich glaube, er kommt nicht bis nach unten. Nee. Der hängt jetzt irgendwo in der Grafik fest. Komm, neuer Versuch. Jetzt macht er hier wieder rot. Warum? Wieso? Weshalb? Achso, war bloß ein Lichteffekt. Ach, ich will nicht so weit oben. Sieht doch schon doof aus. Wie in dem Felsen auf der rechten Seite. Und hier links ist wieder der Tisch im Weg. Warum geht's denn jetzt nicht? Sag mal, ich hab's doch eben noch hier rangebabbelt bekommen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Hallo? Ja, komisch. Hier geht's aber wieder. Obwohl's im Tisch ist, ne? Gut. Es sieht vielleicht kacke aus am Ende, aber es ist eine Alternative. Ich kann mir ja, ihr habt ja gesehen, mit den Treppen und so, da geht ja einiges. Du musst da einfach einen Weg ranbauen an die Leiter. Okay, pass auf, zieh mal durch. Also, was brauchen wir? 25 Nägel, 12 Bretter, 6 Loks. Gewichtmäßig müsste ich das doch hinbekommen, wenn ich erstmal was trinke. Und den anderen Kram weglege. Also, was nochmal? 6, 12, 25. Die 25 haben wir. 12 Bretter, 6 Loks. Haben wir drüben. Oh, wie schnell das geht. Hiervon. Zack, zack. Jetzt noch die 6 Loks. Das wird ein bisschen schwierig, denke ich. Deswegen lege ich erstmal die Barren weg. So. Theoretisch müsste der Bums ja auch noch weg. Achso. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ach du Heilige. Eine Ingame-Stunde nur geplant. Noch nichts gebaut, nur geplant. Alles klar. Aber es wird hoffentlich seine Effektivität beweisen. 6 Loks, die sind aber unten. Hopp. Nehme ich jetzt nicht aus den schönen, fein, säuberlich gestapelten Vorräten. Das sind aber nur 5. 1, 2, 3. Ich kann nur 4 tragen, das ist doof. Dann schleppe ich sie jetzt dahin und schmeiße daneben. In der Hoffnung, es geht. Ich werde vorher speichern, bevor ich das Ding baue. Wenn ich dann feststelle, scheiße, doch falsch rum, müssen wir nochmal neu planen. Und dann einfach richtig rum. Warte, ich gehe lieber hier lang. Der ist doch... Ist der hier drin? Klang so. Wow. Jetzt war ich schon oben und hab nicht das Biofuel da reingeworfen. Ich bin auch wieder ein Held, ne? Und ich wollte eigentlich hier... Oh. Kopf wie ein Sieb. Kopf wie ein Sieb. So, pass auf, das machen wir jetzt so, mein Freund. Ich leg dir hier mal die Bretter hin, weil die rollen mir wenigstens nicht weg. Und die Nägel, oder? Wie viel wiegen die denn? Ein Kilo. Warte mal, wenn ich jetzt hier den Baumstamm hinschmeiße, wie landet der? So, dass er mal wegrollt. Schade.
Lege ich die mal kurz hier in die Tür. So. Weitere drei Baumstämme brauchen wir noch. Das kriegen wir jetzt aber hin. Adiop. Für den Fall der Fälle. Dass das Geheule mir zu nahe kommt und mir ins Ohr hechelt. Oh, von wegen geklappert, Bäume. Echt jetzt? Die ist doch gar nicht geziert damit. Mach mal die Anzeige da weg. Danke. Oh, das wird übel. Das wird übel, das Ding. Und vor allem auch so aus der Hüfte geschossen und so. Oh ja. Oh ja. Berserker wird leiden. Er wird so leiden. Eins. Darf ich wieder nicht. Alles klar. So, wir machen erstmal ein Safe. Sonst muss ich es abreißen und verschwende einfach nur Ressourcen. Bitte kein Nebel, 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 bitte kein Nebel. Danke. Ach, der Hammer ist im Arsch, wa? Na, oh, ich wollte schon sagen, ich habe doch nicht nur Bretter mitgenommen. Oh. Hey, endlich mal seit langem wieder einen Hammer verbraucht. Wurde auch Zeit, ich hab mich langsam keinen Platz mehr. Na je, alles fit? Wie ist die Luft hier hinten? Ich habe die ja schon raussortiert, stimmt. Na? Immer noch keine Mücke gefangen mit der Zunge? Oh, dann üben wir weiter. Nein! Wow. Der Schaden hielt sich jetzt in Grenzen. Die Stiefel haben auch keinen Schaden gekriegt, okay. Alles klar, Spiel. Wahrscheinlich hat der Programmierer gar nicht daran gedacht, dass wirklich Leute so dumm sein können, so runterzufallen. So, Moment. Jetzt steht das Ding zwar, jetzt ist aber die Frage, habe ich es richtig rumgesetzt? Oder habe ich es mir doch falsch gemerkt? Ich habe es mir falsch gemerkt. Schön. Ich muss es andersrum setzen. Weil die Leiter ist auf der anderen Seite und hier das Brett, was mir hier angezeigt wird, dass es im Weg ist, das ist dann wirklich im Weg. Mist. Survival. Zurück zum Hauptmenü. Ich bin gleich wieder da, Leute. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Hab das Spiel neu geladen und kurz noch ein bisschen verweilen lassen, weil am Anfang gibt es immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, FPS-Spitzen. Also, das Spiel lädt gefühlt alle Elemente gleichzeitig auf der Karte. Ja, bleib hier liegen. Ja, natürlich, rollt er mich drunter. Ist okay. Ignoriere mich einfach. Sei wie die meisten Gegner in den Turnieren bei Mount & Blade 2. Okay, nicht die meisten, aber viele. So, ihr bleibt schon da, ich hol erstmal neuen Hammer und setzt die Blaupausen nochmal neu. So. Und so. Und. Hallo Mensch. Warte, halt, Moment, wenn ich schon mal hier bin. Zack. Dann hier noch schnell die Branch rein, aber dann bitte da. So. Eigentlich in der ganzen Zeit, wie ich hier rumhantiere, hätte ich ihn schon wieder Holz fällen lassen können, wa? Wir werden da hinten wieder massig verbrauchen. Mhm. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich hole noch schnell den neuen Hammer. So. Dann lasse ich das Shelter umziehen. So. Einmal. Einmal. Hot. So. Schön sportlich hier rüber. Oh, Hallöchen. Wo die manchmal landen, ist echt kurios. Zack und zack. Halt! Moment, Freundchen, hier blieben. Brauchst ja nicht denken, dass du Feierabend machen kannst. Wir fangen erst richtig an. Hä? Nein. Arbeit. Bist du doof? Ich habe Arbeit gedrückt. So. Zack. Viel Spaß. Bis später. Ich komm mal wieder mit dem Auto. Ja, also beeil dich.
So, Entschuldigung, das muss mal eben sein. Mache ich am besten wieder von oben, das mit dem Blutprinz. Das hat sich eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. So, also erstmal die alte Blaupause weg. Und eine neue muss dran. Und diesmal die schmalen Enden nach vorne, Robin. Nicht nach hinten. Mach sie nach vorne. So wie er es dir schon vorgibt. Nein, Timer, du hältst dich da jetzt raus. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Spiel. So. Ich bin manchmal echt blöd. Ich weiß, vor allem nach längeren Sitzungen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. So, jetzt sitzt selber hier drüben, aber an schräg. Dann hier und da. Jetzt muss ich Vorfahrt hinkriegen. Oh, Moment. Was? Wo war das? Wo ist es? Da. Oh. Und auf einer Höhe. Man höre, man staune. Es klappt ja doch mit dem Tisch. Ist ja noch besser. Vielleicht hat er mir deswegen da immer rumgezickt, weil ich es immer falsch rum platziert hatte. Ist ja hier noch einfacher mit der Treppe hin, um an die Leiter ranzukommen. Schön. Schön, schön, schön. Na denn? Nochmal safen, damit ich das mit der Blaupause nicht nochmal machen muss. Und mit dem Flachkopf da hinten, der gerade die Bäume umholzt. Da liegt eine Feder. Ich hab's doch schon gerochen, deswegen. Bitte kein Nebel. So, die zwei hier noch und die Blätter. So, und jetzt hat er übrigens automatisch den nächsten Hammer genommen. So, es sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Ich meine, klar, es ist von mir, aber hätte schlimmer sein können. Es glitscht nicht nach innen. Sehr gut. Ich meine, wir hätten jetzt hier auch schon eine Plattform, aber ich wäre hier halt ungeschützt. Ich würde von allen Seiten auf die Fresse bekommen, mit Beschussmäßig, wenn wieder Banditen kommen. Deswegen sorgen wir jetzt dafür, dass wir A, Schutz haben und B, mehr Reichweite. War gerade ein bisschen glitchy, aber die Leiter ist hier. Ich würde direkt rankommen. Wunderbar. Da drüben, das Ding muss auch noch fertig gebaut werden. Und das hier auch noch dann. Und so weiter, so weiter. Das sieht auch dann von Weitem bestimmt cool aus mit den zwei Türmen direkt neben dem Tor. Ja, doch, 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 doch. Und vor allem die Höhe müsste passen, dass ich... Ja, wenn mal Banditen da drüben dann angreifen, kann ich von dem Turm aus die Banditen wegsnipen. Das müsste gehen. Ja, zumindest noch solange ich keine Mauer da habe. Ja. Man bräuchte auch erst. Ja, also oh, das, man kann auch eine Mauer weglassen. Klar, dann kannst du sie wegsnipen, aber mit Mauer wäre besser, weil dann kommen sie erst gar nicht rein. Frage? Shit, das habe ich befürchtet. Aber gut, ihr habt's gesehen, ich krieg's jetzt echt nicht mehr besser hin. Von hier unten kann ich nicht bauen, ne? Nee, ich muss immer nach oben. Na, okay. Ja auch? Nee, hier würde es gehen. Also wieder 6, 12, 25. Die 25 habe ich nicht mehr, ne? Muss ich wieder auffüllen. 6, 12, 25. Zack. 6, 12, 25. Doch, das schaffen wir da noch, ja, oder? Da kriegen wir doch heute noch hin. Und dann können wir dann in der nächsten Montagsfolge dann Wunderbärchen noch die Türme zu Ende bauen. So, 6, 12, 6, 12, 25, ne? Immer noch. Also holen wir jetzt hier die 12. Und die Baumstämme hole ich dann am besten mit dem Auto. Moment. Ach, eigentlich kann ich gleich noch mehr mitnehmen. Wenn die Flachreifen da hinten fertig sind, mit Bäume fällen, können wir sie wieder sägen lassen. Und vor allem ich muss es nicht machen. Das ist so schön. Dafür lohnt es sich echt alle beide. Ja, kannst zwar nicht klettern, aber springen. So, die Baumstämme hole ich dann gleich erstmal von hinter der Küche sozusagen. Toll, jetzt kommt mir eine Idee. Mist. Alles, was ich jetzt hier unten hatte, zwecks Küche, könnte ich dahin verlegen, weil da ist gefliester Boden. Obwohl, platzmäßig ist das scheiße. Ja, wir haben zu wenig Platz da drin. Wo ist denn hier die Leiter? Ach, hier.
Das wird vom Platz her nicht so hinhauen. Ja. Immer noch so viele Bretter, ja? Hab ja auch nur 12 reingedonnert jetzt. Dann machen wir es mal kurz anders. Dann lege ich das mal kurz hier rein. So. Auto mitnehmen. Gehen wir hier nochmal Lucky Cookie machen. Ach, guck mal, wer wieder da ist. So wirklich aus, ja? Ja. Ach ja, hier hatte ich auch noch welche liegen. Stimmt. Hier ist Holzdiele. Hier auch. Ach, das war bloß hier hinten gefliest. Ah, nee, doch nicht. Dann nicht, nee. Ich meine, okay, man könnte improvisieren und sagen, ich mach mir hier auf dem Metalldings, mach ich mir das Wasserdingens. Hier das Schnapsdingens. Nee, hier Wasser, da Schnaps. Und hier das Lagerfeuer. Aber, nee. Nee, dann lassen wir das. Nö, nö. Dann bleibt die Küche da, wo sie ist. So, aber bevor ich die da einsammeln, wollte ich eigentlich noch die hinterm Haus einsammeln, die ich da noch liegen lassen musste. Aufgrund von, alle Plätze waren voll. Jetzt fragt sich nur, wo sind sie hin? Ach, da oben! Gut. Zack, zack. Feder! Ranch, immer gerne. Achso, für den Fall der Fälle, weil wir sind hier im Wolfsgebiet. Alles klar. Ja, ja. Ich hab dich gerade schon angekündigt, mein Freund. Ich hab dich schon angekündigt. Wer trotzdem, obwohl er weiß, dass er muss viel tragen kann, immer noch mal versucht, einen fünften zu nehmen, ne? Typisch Robin. Ich nehme jetzt einfach alle mit. Ich werde sie sowieso brauchen. Oder könnte ich theoretisch auch gleich die Karre voll machen mit den Stämmen, die ich noch draußen platziert hatte. So, hier würde ich keine übersehen, ja? Nee. Noch einer irgendwo hier hinter gerollt? Nee? Gut. Dann setzen wir die Karre nochmal um. Oh, schöne Wände. What? Au. Ich laufe gleich ins Auto. Ich nehme erstmal Abstand von Wolf. Ey, dieses Loch im Boden hier ist ja auch unmöglich, ne? Wir sollen da langfahren. Wahrscheinlich sollte hier keiner langfahren. So, einmal rumgelaufen. Ah, pass mal auf. Wie viele sind denn das jetzt hier? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Denn hier haben wir ja keine Maximalgewichtsberechnung bei ihm. Wenn ich das einfach am Stück da rausnehme. So. Oh, Branch. Warte. So. Naja, jetzt ist er wieder voll. Wolf, es reicht. Ich mach sonst Wurst aus dir. Oder Buletten. Wahlweise auch Speck. Obwohl, Wolfspeck kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ah, es fehlt einer. Nee, doch nicht. Doch, einer fehlt. Nein, das muss sein. Das muss sein. Na, jetzt. So. Der innere Monk, der, ihr wisst, ne? Also, Monk und so. So. Wunderbärchen, ab zur Baustelle. Hui. Sieht ein bisschen übertrieben aus, oder? Die Höhe. Es wird notwendig. Reichweite, Sichtfeld und tote Winkel ausmerzen. So, ja, man sollte auch wieder Baumstämme ins Inventar nehmen. Das könnte hilfreich sein, habe ich mir sagen lassen. Jetzt bin ich echt noch an die falsche Seite rangegangen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der sechste geht wieder nicht. Natürlich nicht. Ich meine, wir sind ja noch nicht in der Überlänge, liebes Spiel. Nein, nein. Ist ja nicht so, dass es dann wieder doppelt so lange dauert, die Folge zu rendern oder hochzuladen. Nein, nein, alles okay. So. Haben wir. Die Lücke, okay. Die war mehr oder weniger versehentlich genial eingeplant.
And now? Ich weiß, ich könnte das Tor auf und zu machen, aber ich habe eher die Befürchtung. Wow. Die Befürchtung, dass ich dann nicht mehr zukriege. So, dann setzen wir jetzt hier noch den Turm drauf. Wunderbärchen. Und da würde ich sagen, an der Stelle machen wir beim nächsten Mal wieder weiter, ihr Lieben. Bauen wir die zwei Türme. Dann haben wir wirklich die Meldung sozusagen, der Bergfried ist komplett, Sire. Vielleicht ist da noch eine Schwachstelle. Das finden wir beim nächsten Nebel raus. Aber nicht mehr heute, denn wir haben schon fast die Stunde voll. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Oh. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Oder aber in den nächsten zwei Wochen bei den anderen zwei Projekten. Ich wünsche euch noch einen schicken Abend. Macht's gut und bis bald. Ciao.